Heute ist es soweit. Die Marssonde InSight wird auf dem roten Planeten landen. Dabei gelang die letzte erfolgreiche Landung auf dem Mars 2012. 6 Jahre später soll es endlich wieder einen erfolgreichen Touchdown geben. Erst 2016 crashte der Marsländer Schiaparelli ungebremst mit 540 Stundenkilometern auf die Marsoberfläche. Heute soll ab 20.47 Uhr alles glatt gehen. Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Das war wirklich eine absolute Katastrophe für die Raumfahrt am 19. Oktober 2016. Eine Fehlfunktion des Bordcomputers führte zum Absturz von Schiaparelli. Der Lander sollte alle Funktionen einer Landung der ExoMars-Mission der ESA, der Europäischen Weltraumagentur, testen. Dieser Test misslang nach allen Regeln der Kunst. Statt einer Höhe von 3,7 Kilometern ermittelte der Bordcomputer minus 2 Kilometer, öffnete die Bremsfallschirme zu früh und sprengte das Hitzeschild ab. Der Marsländer Schiaparelli donnerte mit 540 Kilometern pro Stunde auf den Marsboden. Totalschaden. Die ExoMars-Mission ist eine der wichtigsten Missionen der Europäischen Weltraumagentur ESA. Trotz dieses Fehlversuchs wurden dann auch die Mittel für die Fortsetzung der ExoMars-Mission freigegeben. Denn die ESA möchte die Chance nicht verpassen, vielleicht die erste Weltraumorganisation zu sein, die außerirdisches Leben oder zumindest früheres außerirdisches Leben im Weltall nachweisen kann. Dafür wurde die ExoMars-Mission speziell entwickelt. Sie wird einmalige Möglichkeiten bieten und zum ersten Mal bis zu 2 Meter in die Tiefe des Mars bohren können, um dort Leben aufzuspüren. Und gibt es dort noch Leben, sind die Chancen dort am größten, es unter der Oberfläche mit einer Probebohrung dieser Art aufzuspüren. Aber jetzt soll sich erstmal die Marssonde InSight in den Marsboden graben. Sie soll ein besonders tiefes Loch bohren, um den geologischen Aufbau des Mars zu untersuchen. Bis zu 5 Meter tief soll das Loch werden. Die tiefste Bohrung der Menschheit auf einem fremden Planeten überhaupt. Im Bohrloch wird dann der Bohrkopf erwärmt und es wird gemessen, wie sich die Wärme im Boden verteilt. Daraus können sehr detaillierte Erkenntnisse über den Aufbau des Mars gewonnen werden. Dieses Heat Flow and Physical Properties Package Instrument HP3 wurde im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR in Berlin-Adlershof entwickelt und gebaut. Zusätzlich gibt es noch ein Seismometer der französischen Raumfahrtagentur CNES. Hiermit sollen Erdbeben und weitere innere Aktivitäten auf dem Mars gemessen werden und somit weitere Erkenntnisse über seine Struktur gewonnen werden. Aber jetzt geht es erstmal darum, ob die Sonde überhaupt heile auf dem Marsboden ankommt. Um 20.47 Uhr trifft sie auf die dünne Marsatmosphäre und erhitzt sich dabei auf 1500 Grad Celsius. Ein Hitzeschild verhindert, dass die Sonde dabei verglüht. Durch die starke Reibung wird die Sonde abgebremst und 12 Kilometer über dem Boden öffnen sich dann die Bremsfallschirme. Ganz zum Schluss zünden kurz die Bremstriebwerke und InSight landet hoffentlich sanft auf der Marsebene Elysium Planitia. Wenn alles gut geht, aber nach dem Crash 2016 ist das Missionsteam verunsichert. Deswegen heißt es heute am 26. November 2018 7 Minuten hoffen und bangen, denn so lange dauert die Landung. Bei uns erfahrt ihr natürlich über WhatsApp, ob alles geklappt hat, damit ihr dort nichts verpasst. Einfach hier draufklicken. Da bekommt ihr unsere Videos auch vor allen anderen und auf dem englischen Kanal geht es weiter mit diesem Thema. Exciting Discovery, Monster Galaxy has more stars than the Milky Way. Einfach draufklicken hier und am besten abonnieren. Also ich hoffe, wir sehen uns auf dem englischen Kanal, denn da gibt es auch spannende Videopremieren. Also, see you soon. Stay tuned.